Die Ryudamon-Reihe ist eine Reihe, die man sehr häufig mit der Doraemon-Reihe in Verbindung bringt, da diese sich sehr viele Eigenschaften teilen. Diese Digimon sind bisher noch nicht besonders häufig aufgetreten. Sie kamen bisher nur in ein paar Spielen vor und hatten ihre Hauptauftritte in den Mangas. Die erste Stufe ist Fufumon. Das sind Baby-Digimon, deren Körper so leicht ist, dass sie in der Luft schwimmen können. Wenn sie von Feinden angegriffen werden, stürzen sie sich mit ihrem Horn auf den Gegner, was allerdings keinen großen Schaden anrichtet. Fu ist japanisch und ist der Spitzname für das Bauernstück im Shogi. Danach wird es dann zu Kyokyomon. Das sind Ausbildungslevel-Digimon mit einem langen Körper. Wenn sie wütend werden, dehnen sie ihren Körper auf maximal 9-fache Länge aus, um den Feind zu attackieren. Kyokyo kommt vom japanischen Wort Kyo, was für die Lanze im Shogi steht. Und auf dem Rookie-Level wird Kyokyomon zu Ryudamon. Das sind Bestien-Digimon, die eine Samurai-Rüstung tragen. Und genau wie bei der Doraemon-Reihe handelt es sich hierbei um ein Prototyp-Digimon. Zudem ist die gesamte Ryudamon-Reihe natürlicher Träger des X-Antibody. Das Wort Ryuda kommt von einer drachenähnlichen Figur aus Bambus und Stroh. Diese wird während des Tsuneori Amagoi getragen, einem Regenritual, das alle 4 Jahre am ersten Sonntag im August in der Stadt Tsurugashima gefeiert wird. Seinen ersten Anime-Auftritt hatte Ryudamon in Digimon Ghost Game. Allerdings kam es bereits als Partner-Digimon in Digimon Chronicles und Digimon D-Cyber vor. Angreifen tut Ryudamon mit der Katana-Attack. Dabei feuert es eine eiserne Klinge aus seinem Mund auf den Gegner. Auf dem Champion-Level digitiert Ryudamon dann zu Ginryumon. Das sind tierische Drachen-Digimon, die auch eine Samurai-Rüstung tragen. Und diese sind auch wieder so leicht, dass es ihm möglich ist, in der Luft zu fliegen. Im Anime kam Ginryumon bisher noch nicht vor. Aber man hat es dafür im Digimon Chronicles-Manga gesehen. Gin ist im Shogi der silberne General und Ryo ist lediglich das japanische Wort für Drache. Angreifen tut Ginryumon mit der rüstungsdurchdringenden Klinge. Dabei feuert es einen Speer aus seinem Maul auf seinen Gegner, welcher dadurch aufgespießt wird. Auf dem Ultra-Level wird Ginryumon dann zu Hisariumon. Das sind tierische Drachen-Digimon, die eher einem chinesischen Drachen ähneln. Sein Verhalten ist normalerweise scharfsinnig und ruhig, ähnlich einem Gott. In dem Moment jedoch, in dem die kristallähnlichen Kugeln, die es in beiden Händen hält, zerkratzt werden, erweckt es seinen Zorn. Und dann wird es sein Gegner mit aller Macht angreifen. Und Hisia steht für den Turm im Shogi. Auch dieses Digimon kam wieder nicht im Anime vor, allerdings hatte es ein paar Manga-Auftritte. Angreifen tut Hisariumon mit Seiyujin. Dabei verwandelt es sich in ein riesiges Schwert, um seinen Feind aufzuschlitzen. Auf dem Mega-Level wird es dann zu Oyumon. Das sind tierische Drachen-Digimon von gigantischem Ausmaße. Sie tragen in der linken Hand das Schwert Yoroi Ryu Hidari und in der rechten Hand das Schwert Yoroi Ryu. Kombiniert ergeben sie das Schwert Oyuken, welches auch von Alphamon verwendet wird. O ist japanisch und steht dabei für den König im Shogi. Und dieses Digimon haben wir auch wieder nur in den Digimon-Mangas gesehen. Angreifen tut Oyumon mit Aisai Ryujin. Dabei feuert es einen mächtigen Angriff mit seinen Schwertern in beiden Händen auf seinen Gegner. Wie gesagt, besitzt die Schwerter, welche Oyuken ergeben, welches auch Alphamon nutzen kann. Oyumon kann selbst zur Oyuken-Klinge werden, damit Alphamon zu Alphamon Oyuken wird. Weswegen die Doraemon und die Ryudamon-Reihe stark miteinander verknüpft sind.